Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Oberflächlich betrachtet gleicht ein Ei am anderen. Doch gibt es Unterschiede, oder Herr Berger? Das ist richtig. Bei Coop hat der Konsument zuerst mal die Wahl zwischen in- und ausländischen Eier. Wenn er sich für die einheimische Ware entscheidet, kann er wieder wählen, und zwar zwischen der Klasse A zum Kochen und Backen oder der Klasse Extra für den Frischkonsum. Der grösste Teil dieser Eier kommt heute übrigens aus Boden oder artgerechter Freilandhaltung. Volle Fremden aus der ganzen Schweiz treffen die Eier mit Kühlwagen in der Coop-Verteilzentrale ein. Dort werden sie von erfahrenen Mitarbeiterinnen gründlich auf eventuelle Schäden kontrolliert, sortiert, abpackt und für einen weiteren Transport in die Läden parat gemacht. Hier sehen wir übrigens gerade die Eier, die Ihnen Coop das Wochenende zum Aktionspreis anbietet. Und wenn Sie das nächste Mal, wenn Sie Eier kaufen, nicht wissen, ob Sie braune oder weiße nehmen wollen, die Qualität ist die gleiche, nur die Hühner sind verschieden. Die Bäckermeister von Coop sind zurzeit besonders innovativ und warten schon wieder mit einer neuen Brotsorte auf. Es handelt sich um das Haferkleienbrot, das ausser köstigem Rauchmehl auch Haferkleien und Haferflocken enthält und uns mit den für Gesundheit so wichtigen und von den Ernährungswissenschaftlern immer wieder empfohlenen Nahrungsfasern versorgen. Wie man übrigens weiss, haben sich schon die alten Eidgenossen, alles kräftige Leute, hauptsächlich von Hafer ernährt. Warum also nicht an die alte Tradition anknüpfen und beim Brotessen gleichzeitig etwas für Gesundheit tun? Das neue Haferkleienbrot ist auch der Coop Kaffee immer wieder ein Erlebnis. Eine von den 6 Kaffeemischungen, die in der Coop jeden Tag röstfrisch anbietet, ist der Mezzo Mezzo. Mezzo Mezzo ist ein Kaffee aus hochwertigen Arabica-Sorten mit einem vollen, kräftigen Aroma, aber mit 50% weniger Koffein. Wenn Sie also zu denen gehören, die ein bisschen weniger Kaffee trinken, aber ohne einfach nicht auskommen, dann gibt es für Sie nur eins: umsteigen auf ein Mezzo Mezzo. Nicht weniger Koffein, aber weniger Kalorien enthalten wie immer das Fitnessrezept aus der Studioküche. Guten Abend. Der grösste Teil der Energie, die wir brauchen, sollte aus Kohlenhydrat stammen. Zum Beispiel von den Teigwaren, die sehr viel Kohlenhydrate enthalten. Entgegen der viel verbreiteten Meinung machen Teigwaren nämlich nicht dick, solange man keine fettige Soße dazu serviert. Ideal ist darum auch so eine Soße aus verschiedenen Gemüsen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Rüebli, Sellerie, Peperoni und Tomaten habe ich gewaschen, gerüstet und in kleine Würfel geschnitten. Und dämpfe das jetzt in einem Esslöffel Margarine an. So. Lösche mit Weisswein und ein bisschen Bouillon ab. Die Soße sollte jetzt zugedeckt etwa eine halbe Stunde kochen. Kurz vor dem Servieren grob gehackte schwarze Oliven dazugeben, mit Basilikum, Pfeffer und Salz würzen. Weitere Soße, die sich ebenfalls für eine gesunde Spaghettata eignet, finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Und will Sie auch noch auf die günstigen Angebote aufmerksam machen, die jetzt gerade noch gezeigt werden. Modische Frühlingsherrenpulli, offeriert Ihnen Coop für nur 29 Franken. Alle Arni Einzeltafeln für die süßen Pausen kosten jetzt nur 1 Franken. 250 Gramm Linea Minarin gibt es für nur 1,60. Greyerzer, mild, offen oder vakuumverpackt für nur 1,45. Und Schweizer Eier aus Bodenhaltung, 10 Stück für nur 4,30. Und das ist Coop Jubiläumsangebot. 500 Gramm Brüsseler Chicorée aus Belgien für nur 1 Franken. Bei diesem Angebot sind wir am Schluss vom Mittwochstudio. Wie immer, danke fürs Interesse und auf Wiedersehen.